2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist meine Frau geblieben? Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Das ist immer mein Test. Hast du es gehört? Habe ich. Das merke ich mir. Ja. Das ist super. Sie sind in Blankenese aufgewachsen? Ja, und geboren. Es gibt ein Geburtshaus am Hang Nummer 11. Ah, das kenne ich sogar, den Hang. Ja? Ja, das ist eine sehr schöne Straße gewesen, da habe ich 18 Jahre gewohnt. Ja. Erst am Hang Nummer 11, in dem ich da geboren bin, und danach am Hang Nummer 3, das ist das Stück, wenn man die Treppe runterkommt, muss man so um so ein Haus gehen, in dem Haus. Sie haben eine Lehre in einem Hamburger Flugzeugbau gemacht? Ja, also ich habe die Lehre gemacht, die war sehr schön, tolle Lehre, ja. 3,5 Jahre. Ja. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, damit ich das hinter mir habe. 18 Monate damals noch. Und dann war ich in Rendsburg, später stationiert im NATO-Stab. Mhm. Und da hatte man 24 Stunden Dienst. Dann war ich teilweise mit einem Kollegen, wir waren immer zu zweit nachts. Mhm. Der hat mir alles erzählt über Fotografie, der war Fotograf. Und dann habe ich mir während meiner Bundeswehrzeit in Rendsburg meine erste Kamera gekauft noch. Ich hatte vorher eine Beziehung zur Fotografie über einen Freund in Blankenese, meinen Nachbarn eigentlich, der Thomas Kuckuck hieß er, und der hatte ein Labor. Und da war ich immer irgendwie fasziniert. Ich habe auch Fotolaborantin gelernt, Ende 80er, im Bunker in Hamburg. Mhm. Und, bei PBS oder? Nee, bei Kreativcolor. Ah ja. Und mich hat das auch total fasziniert. Und im Werdegang ganz kurz nochmal, bin ich dann von heute, also ich hatte dann über Gilhausen, der wusste, dass der Sven Simon einen sucht für sein Bonner Büro. Ich hatte mich mal vorgestellt beim Stern schon, hatte aber nur so Ordner und ein paar Prints. Und dann sagte er, aber der Sven Simon sucht einen. Dann war ich dann morgens bei Sven Simon zum Frühstück in der Milchstraße in so einer kleinen süßen Wohnung. Und dann sind wir uns einig geworden und dann war ich heute auf morgen dann bei Sven Simon angestellt und bin dann irgendwie nach einem Monat hier Hamburger Erlebnisse, bin ich dann nach Bonn übergesiedelt und habe dann da bis Anfang 1974 für Sven Simon gearbeitet und dann hat Gilhaus mich angerufen. Er sagte nämlich, als ich dann ging, ich soll mich melden, wenn ich dann mal wieder weg bin, wenn ich da fertig bin, und das habe ich dann gemacht und dann habe ich zugesagt. Und dann war ich irgendwie einen Monat später in Hamburg und 1974 war das. Und dann habe ich nochmal, um das gleich weiterzumachen, 1978 gekündigt, weil ich nach Amerika wollte. Mhm. Und das macht man ja eigentlich nicht beim Stern kündigen. Und dann war ich 4 Monate frei in New York, weil mein Vorgänger war Thomas Höpker. Der wurde Artdirektor von Geo America. Mhm. Und dann war der Job frei und dann habe ich da die Hand gehoben. Und da wusste ich eigentlich schon, als ich rüberging, dass ich da wieder anfangen würde nach 4 Monaten. Und da war ich dann 8 Jahre in New York und dann wieder zurück nach Hamburg und von Hamburg. Man war dann überall. Dann war ich selbst in der Frühzeit 77, war ich dann zweimal innerhalb eines Jahres auf Tonga, beim König von Tonga. Mit wie vielen Filmen, mit wie vielen Filmrollen ist man dann losgefahren? Belichteten Filme dann in so eine Tüte gepackt und ist dann damit nach Hause hatte geflogen so ein Tauchernetz, also wo man so als Taucher seine erbeuteten Fische nicht da, das ist toll. Bild. Hatte ich immer. Es gibt auch in dem Buch ein Bild, da hat meine Tochter diesen Sack auf dem Kopf. Ja. Und das ist der Sack mit dem Film von einer Reise, den ich mitgebracht habe. Okay. Und ich habe immer bei Farbreportagen, wenn wir Dias gemacht haben, habe ich 10 Filme pro Tag, hatte ich eingerechnet. Und das war auch der Schnitt, den man dann hatte. Ja. Also ich hatte mal eine sehr schöne Reise nach Argentinien gemacht mit unserem Südamerika-Korrespondenten. Und da hatte ich 300 Filme. Wahnsinn. Und
davon sind 4 Doppelseiten erschienen. Ich habe ja sehr viel Kodachrom gemacht. Ah, und das ist hier fast alles Kodachrom. Wow. Und da war es dann immer so, dass man diese Filme weggeschickt hat. Genau, die musste man wegschicken. Zurück, die genau. Musste man nach Stuttgart schicken. Und dann gab es das berühmte braune Paket, kam wieder. Und dann fing man an, dann diese gelben Kisten auszupacken, die immer so in 2 Stapeln dann da drin waren. Und guckte es auf dem Leuchtstift so durch. Und dann konnte man nicht aufhören, bis das Thema nicht durch war. Ja. Da wusste, was man hatte. Und dann hat man immer geguckt. Und dann hat man es gehabt. Und später habe ich es dann so gemacht, das Bild, das man, oder das Dia, das man dann halt für gut erklärt, sofort einen Punkt drauf machen. Ganz weil wichtig. Weil das nur beim ersten Blick genau. Richtig wirkt. Gibt es einen roten Faden in Ihrer Arbeit? Der Mensch. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also ich fotografiere sehr gerne kurz und knackig. Also ich liebe diese geballte Energie beim Fotografieren. Geht Ihnen das auch so? Ja, das ist ja so eine Instinktgeschichte. Also ich bin, wenn ich fotografiere, ja jetzt auch mit meinen späteren Spaßbildern, also mit der Hasselblad Biogon, da sieht man irgendwie was und dann beobachtet man die Szene und muss natürlich drin sein bei diesem Weitwinkel. Und es hat ja keinen Parallaxenausgleich. Da hat man nur so einen kleinen Viewfinder. Ja, ja. Und dann muss man ungefähr schätzen, wo man ist. Und dann aber die Situation ganz schnell beobachten. Ich bin eigentlich ganz schneller Fotograf. Also jetzt bei so Aktionsbildern mit Menschen, wo Menschen irgendwie Interaktion haben. Und das muss so ganz spontan passieren und ganz schnell. Ich bin kein Mann, der dann die Leute dann da ganz hin. Wobei man, wenn man so Porträts macht, ja auch die Leute irgendwie fesseln muss. Und das ist ja das Phänomen, dass man die anspricht, dass da was passiert im Gesicht und man muss eigentlich mit ihnen reden. Und dann gibt es zur Not so kleine Tricks, dass man sie erschreckt, nicht, dass man einfach... Ah! Und dann gibt es ein Gesicht dazu, ich sehe das gerade wieder. Oder dass man einen Witz macht. Das ist bloß so schwierig, weil sie dann beides können müssen. Sie müssen erzählen und fotografieren, um das Leben zu erhalten. Denn langweilige Bilder gibt es genug. Ihr schönster Auftrag, Ihr schwierigster Auftrag? Gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Nee, das sind so viele. Und den schönsten Südsee ist immer schön. Ich bin ein Freund von Bora Bora und finde es der schönste Platz der Welt. Da gibt es ja diese schönen Hotels, die auf Pfählen im Wasser stehen. Ja. Und damals hatten wir auch jeder einen Bungalow und das war schon paradiesisch. Bloß das Furchtbare dran, dass man auf so einer Trauminsel dann allein war. Also die furchtbarste, ich war ja nie ein Kriegsfotograf, weil ich nicht viel von Kriegsfotografie halte. Ich bin zwar ein halber Bewunderer von einigen, also Nachtweh. Und Salgado und alle, wie sie alle heißen. Ich war 3 Tage in Ruanda, als der Bürgerkrieg war. Und dann hatten wir so 3 Teams, weil wir irgendwie eine Woche später waren, wurden plötzlich 3 Teams losgeschickt. Und dann habe ich das alles gesehen und dann gab es so ein Hotel, da schlief dann ich schlief mit Salgado im selben Raum und der war dann so nervös schon, der wollte eine Stunde vorher schon aufstehen und sag ich, nein, es ist erst 3. Und auf dem Flur stand der Nachtweh und putzte sich gerade mit Mineralwasser die Zähne. Also das war wie so ein Klassentreffen. Ja, alle, es klingt fuhr, so. Ja. Dann fuhr man dann noch im Dunkeln los. Man roch es aber schon, wo man hinfährt. Das war eigentlich sehr furchtbar. Oh. Und dann wurde es hell und dann ist es eine wunderschöne Landschaft. Und auf der einen Seite wohnten dann die Leute in ihren Hütten oder und dann wurden immer so Bastmatten mit Körpern an die Straße gelegt. Und eine Seite lagen dann diese ganzen Bastmatten oder in Tüchern verhüllt und auf der anderen Seite gingen dann die Menschen. Es war sehr, sehr makaber und ich war auch froh, dass ich nach 3 Tagen da wieder weg konnte. Und dann habe ich die Filme für Salgado mitgenommen. Und habe den Schatz nach Hamburg getragen und von Hamburg wurde dann irgendwie nach Paris befördert. Da gibt es auch ein Bild noch von der Kiste,
in dem Buch, wo Salgado draufsteht, irgendwie so. Das ja. sind seine Filme, sein Take aus Ruanda war das. Wow. Da komme ich auch gleich zu einem nächsten Thema, das mich brennend interessiert. Sie haben ja wahnsinnig viele Fotografen fotografiert. Ist das also bewusst entstanden oder? Es ergab sich, ich habe ja verschiedene Themen, die ich dann rausziehen könnte, ja. so Sammelthemen. Und dann hatten wir uns eigentlich geeinigt mit dem Lois Lammerhuber, meinem Verleger, dass wir, ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht und dann hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon einen Stapel hatte, aber ich habe gesagt, da haben wir ganz viel, da können wir viel machen. Und dann habe ich ein halbes Jahr beinahe mein ganzes Archiv, ich hatte teilweise noch Stapel, in Ordner gebracht, dieses Private, was ich immer nebenbei fotografiert habe. Und ich habe die eigentlich bei Ausstellungseröffnung fotografiert und zwar nur die Fotografen, die ich verehre. Sie haben ja auch den Fotografen Joel Peter Witkin porträtiert. Das finde ich auch dreimal habe ich. Ganz tolles Porträt auch, also das, was ich kenne. Zweimal in Albuquerque. Und, ich. Genau, ich habe ja. gerade gesehen, da Ach, liegt ein ja, Print. Ja, er liegt hier rein zu. Da liegt ein Print. Ja, tolles. Ja, das ist das zweite Bild. Das erste Bild ist das mit der. Mit der Rollei. Genau, dem Totenkopf Flex. Und der Rollei, ja, ja. genau. Weil ich da die acht Augen, da habe ich mir dann was ganz Tolles ausgesucht. Ah. Und das macht ja, hatte immer mal, es gab ein Porträt von ihm mit einer Maske, mit einer Augenmaske. Und da hatte er hier so einen Jesus am Kreuz noch drin. Die ist ihm später mal geklaut worden. Sie haben Lisette Modell kurz vor ihrem Tod fotografiert. Ja, wie kam es dazu? Das Weil war das eigentlich Zufall. Da habe ich zwei Porträts gemacht an einem Abend im Fashion Institute in New York. Dann habe ich Lisette Modell gefragt, ob ich ein Porträt von mir, die ging schon am Stock, machen kann. Und dann sagt sie, wo wollen Sie es machen? Sage ich, hier vor der Wand. Und dann stand ihr Stock neben ihr. Und sie war so ein bisschen rausgerückt und dann kippte der Stock um. Und dann bin ich schnell hin und habe ihn wieder aufgestellt, weil das Bild ohne den Stock und ihre Handtasche da nicht funktioniert hätte. Also sie allein als Person, todlangweilig. Ja. Aber mit dem Stock gibt es einen Inhalt und natürlich eine Verortung ja. über das Alter auch. Mhm. Und das, ich habe sie bis dann hinters Licht geführt, weil ich ihn wieder aufgehoben habe. Sie wollte ja ohne Stock fotografiert natürlich, werden. Natürlich, klar. Aber somit ist ein tolles Porträt entstanden, fand ich. Ja, absolut. Ruth Benner, ja. in 2000 haben Sie die fotografiert? Die habe ich zweimal fotografiert. Die hatte eine Ausstellung in diesem tollen Fotoforum Bremen, das es mal gab. Das hat der berühmte Herr Stemmer gemacht. Ich durfte da auch mal ausstellen, mit der erste Mal die ERIA-Ausstellung in 90, glaube ich, war das. Die hatte er sehr groß mit 116 Bildern. Oh, wow, okay. Die das war das erste Mal, dass das ERIA ausgestellt wurde. Ja, ja. Und die habe ich dann nochmal in San Francisco besucht. Und da sind diese schönen Bilder entstanden eigentlich mit den Händen. Sie war dann beinahe 100 Jahre alt auch ja, schon. Ja, die ist sehr alt und geworden. Diese, ja, ne? und diese Wahnsinn. Hände und dieses Gesicht war so. Und dann hatte sie dann... Wie Fotografen sind ja so spinös, dann musste sie unbedingt noch mal diese Maske tragen mit den Federn, die ich eigentlich sehr kitschig fand. Sind das alles deine, sind deine Stempel, aus mit denen meiner du... New Yorker Zeit. Ja. Es gab damals ja auch noch keine Beschriftungsmaschine. Ja. Die gab es dann erst später. Ja, lassen da. Und das sind die Themen, die ich dann gemacht habe. Denn hier, was ist das? Havana, Kuba. Kuba. Palladium, ja, ja. hier ist der Area Club. Area. Ganz, ganz, ja, großes Thema, ne? Also, weil du hast da ja lange und viel fotografiert. Nee, das habe ich ja entdeckt und dann als Kulturphänomen auch fällt es, bis ich früher kannte. Und es gibt eigentlich, ich bin der einzige Fotograf, der so extrem da fotografiert hat, wobei ich im Schnitt nur einmal die Woche da war, weil ich habe ja nebenbei noch gearbeitet. Und dann war ich dann meist von 11 bis 2 da, weil man nach 3 kriegt man den nächsten Tag nicht wieder gefangen. Dann ist man fertig. Ja. Und dann muss man dann, um den nächsten Tag oder wieder arbeiten zu können, muss man verhältnismäßig früh gehen, wobei das ja dann immer lange ging. Und dann glaube ich auch zur Not in irgendwelche After-Hour-Clubs, die ja in New York eine große Freude sind, weil man dann... kommt man morgens um 10 da raus und dann ist man ganz überrascht, dass es schon hell ist.
Das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Man kann die natürlich. Warte mal. Guck mal hier, ja, Moment mal ganz kurz. Ich hier mal kurz eine Gänsehaut. Oh. Eine Bekannte, Fatima, die hat mich das erste Mal mitgenommen und da habe ich gedacht, das ist was Tolles. Weil diese kulturelle Vielfalt, die haben ja, wie gesagt, alle 6 Wochen ungefähr das ganze Design gewechselt. Da war dann erstmal geschlossen für ein paar Tage und dann haben sie es neu aufgebaut unter insgesamt 25 verschiedenen Themen. Und ich habe das dann verfolgt über 3 Jahre, beinahe bis ich dann zurückging nach Hamburg, 86. Und der Club machte irgendwie Anfang 87 zu. Da gab es mittlerweile auch schon das Palladium. Das versuchte so ein bisschen in diese Schiene zu gehen, aber hat nie den Wechsler. War aber dieser Mega-Club an einem alten Konzert-Dings, in dem ich zum Beispiel nochmal Dolly Parton auch gesehen habe. Mhm. Altes Konzerttheater und die Rolling Stone. Also du warst von 83 bis 86, einmal die Woche. Ja, einmal die Woche. Respekt. Ja. Hat man sie da einfach so reingelassen? Also waren die Promis, waren die offen? Nee, ich habe nie Promis fotografiert oder war da nicht scharf drauf, Promis fotografiert, sondern ich habe den Club fotografiert. Und die Menschen, also so Diskrepanzen dann, wie die Menschen sich in den verschiedensten Installationen gaben oder da aufführten. Du bist ja als Besucher mit einer Freundin da das erste Mal hingegangen, hast den Club entdeckt. Und dann bist du ja nachher absichtlich mit Kamera da jede Woche hingegangen. Ja. Also wussten die Leute, die wussten nach ein paar Mal und es gab auch irgendwie schon mal eine Veröffentlichung. Und ich weiß gar nicht, ob Stern da was gebracht hat. Die kannten mich. Es gab ja 4 Eigner. Und hauptsächlich habe ich immer mit dem Erik gesprochen. Mhm. Und dann ging man da auch hin, da gab es ja oft die Traube denn da schon vor dem Club. Und dann gab es immer die entsprechenden Dormänner, wie das überall so ist. Und dann haben sie gesagt, Volker, komm rein, die kannten mich dann auch schon. Ja. Und haben die Fotos benutzt auch? War das also... Ja, für die Bücher, mehr nicht. Aber nicht für Eigenwerbung oder irgendwie... Gar nichts. Ich habe das eigentlich für mich gemacht die ganze Zeit. Ich hatte da mal, wie gesagt, das Buch kam ja verhältnismäßig früh und war auch glücklich, dass Kodak das da mitgesponsert hatte. Ja. Und... das war so ein Labor of Love. Hat es jemals Probleme gegeben mit irgendwelchen Fotografierten? Ich meine, das sind ja durchaus... Nee, eigentlich durchaus nicht. Das ist sehr, sehr früh passiert und das später. Und dann ging das hier jetzt los mit dem Recht am eigenen Bild. Und dann habe ich dann immer versucht, ich habe denen gesagt, ich kann nichts unterschreiben. Weil ich habe ja dann nicht die Adressen oder wie heißt das, Foto-Releases. Model-Releases dabei. Model-Releases dabei oder überhaupt damals gemacht. Roger Willemsen, Stefan Raab, kommt einiges David zusammen. Bennett. Und das sind nur böse Bilder. Also Hier und kommt dann noch so John Huston, Steven Spielberg, Woody Allen, Udo Kier. Also Ich habe ja Helmut Schmidt sehr viel fotografiert. Mhm. Und dann hatten wir mit Schmidt eine nonverbale Kommunikation hatte ich. Wir wussten um uns. Ich habe den ganz früh, es war eins meiner ersten Politopfer. Ja. Den habe ich im Gymnasium in der Kerstenstraße in Blankenese das erste Mal fotografiert. Ja. Und da sah ich noch ganz wild aus mit Bart und so. Und dann hat mir später sein Sicherheitsmann, Herr Gutzeit oder so, erzählt, dann hätten sie mich erstmal überwacht, also überprüft, weil da plötzlich dieser wilde Fotograf kam. Und dann hatte ich über all diese Jahre, ich habe den immer irgendwie, weiß nicht, im Schnitt jedes halbe Jahr oder jedes Jahr zumindest fotografiert. Mhm. Und dann hatten wir ihn immer miteinander. Das gibt ja dieses Bild, ich weiß nicht, ob du es kennst, mit dem Hammer, wie der auf mich zukommt, mit so einem Holzhammer. Ja. Da gibt es ein Bild, zack. Er war gelangweilt und dann schoss er auf mich zu. Und dann eine unserer letzten Begegnungen war, er hat einen Vortrag gehalten im Elysee Hotel und dann gab es in diesem Warteraum im Backstage, Green Room oder so, da war ich dann mit ihm drin und dann hat er die Rede gehalten, dann bin ich mit nach vorne, aber ganz schnell wieder mit nach hinten und war
vor ihm in dem Zimmer. Ja, denn wenn ja. man vor ihm im Zimmer ist, dann kann er einen nicht mehr rausschmeißen. Sie müssen, und dann habe ich ihm denn da erstmal einen Kaffee eingeschenkt. Wusste ich genau, Kaffee und Milch, das braucht er. Ja. Und dann hat er leider, weil ich ja so freundlich war und mich anderweitig beschäftigt hatte, anstatt zu fotografieren, hat er mit seinem Krückstock sich einen Aschenbecher rangezogen. Und das habe ich leider verpasst. Gestik und Mimik von Menschen, die man wirklich oft fotografiert hat, das ist doch, glaube ich, man weiß denn doch... Es gibt ja so eine Technik. Wenn Sie sitzen ja im Interview meist gegenüber. Ich habe mich dann zwischen die, oft waren es zwei Interviews, dazwischen gesetzt. Und bei der Hasselblatt hatte ich dann dieses 150er drauf mit einem Konverter. Und teilweise eine Blitzanlage dabei. Mit dem Konverter kam man dicht ran. Dann haben sie über den Tisch fotografiert und waren immer noch auf Porträtnähe. Das war sehr schön. Verloren zwar zwei Blenden, hatten aber einen Studioblitz, dann kam man so auf Blende 8. Und dann musste man immer darauf achten, dass wenn sie eine Brille auf hatten, war es sehr gut, weil man dann die Schärfe ziehen kann. Aber sonst muss man sehr genau hingucken, dass man die scharf kriegt. Und dann gibt es so einen Rhythmus, wie Leute dann, da gibt es Übersprunghaltung, ist die Brille zum Beispiel nochmal hochschieben. Und so ist es beim dritten Mal, wissen sie dann genau, aha, jetzt kommt das. Jetzt kommt oder das, ja, ja. Oder wenn sie gestikulieren. Und da müssen sie die ganze Zeit aufpassen. Und das war auch, glaube ich, mein Talent, warum die so teilweise sehr bewegte Bilder sind. Weil ich darauf geachtet habe, dass die Mimik der Leute und Körpersprache der Leute. Und da war ich immer hinterher. Sie haben ja Amerika unglaublich viel bereist. Ja. Das natürlich mit einem anderen Blick, mit dem deutschen Blick auf die Dinge dort. Was macht diesen Blick anders? Warum sind da andere Bilder entstanden? Und oder war das Gefühl für Amerika dann einfach auch ein anderes, ne? Ja, ich glaube, das ist generell hängt natürlich mit der Person zusammen, wie sie da rangehen und wie sie Sachen sehen. Und da habe ich immer meinen eigenen Blick gehabt oder meine eigene Vorstellung, was ich da erlebe. Ja. Und das hat mich ja dann auch oft, sag ich mal, reine Landschaft nicht interessiert, sondern wie gesagt, immer die Brüche oder der Mensch in der Landschaft. Ich habe meine Geschichte gemacht, nur berührte Landschaften. Oh, schön. Sogar gedruckt worden, wo man dann immer irgendwas schon vom Menschen in der Landschaft mitsah. Und da bin ich dann so Nationalparks abgefahren und hier und da. Und das war mal ein Thema. Und sonst das Bild, das amerikanische oder das deutsche Bild, ich weiß gar nicht, ob man das beschreiben kann. Ich glaube, das hängt viel mit der Persönlichkeit zusammen, wie man das selbst sieht oder selbst denkt. Unbedingt, unbedingt. Was da abläuft. Ich hatte das in einem Interview oder in einem, ich glaube, es war hier in dem Portfolio drin. Da ging es um diesen... Der sanftmütige Falke. Das ist gut. Ja, das ist eine wunderschöne Beschreibung. Das hat Petra Schnitt erfunden. Ah. Und das fand ich eine tolle Umschreibung. Ja. Und sanftmütig bin ich eigentlich. Ich bin zwar, weil man sich ja immer behaupten muss, gelte ich als aggressiv oder so, oder muss man auch sein. Aber sonst muss ja nicht aggressiv sein. Also ja, sie müssen sich ja immer durchsetzen als Fotograf. Klar. Sonst stehen sie in der dritten Reihe. Man muss schon vorne stehen, um ein gutes Bild zu machen. Natürlich, klar. Und das gibt zum Beispiel beim Stern, wenn man mit so einem Stapel Vergrößerung kam in der späteren Zeit oder diese Dias vorgeführt hat, das war ja auch so eine eigene Geschichte für sich, dass die Layouter denn so gut waren, dann haben sie wirklich aus dem Take die besten, also 99% der Layouter haben immer die besten Bilder rausgefischt. Das ist auch eine Gabe, meist, ne? Meist zufrieden. Und früher war es ja so, dass sie dann mit ihrer Beute dann wieder zurückkam und das dann in eine A-Auswahl in die Karussells hier gesteckt haben, wie hier jetzt. Und dann haben sie das vorgeführt im Vorführraum. Und da war dann dunkel, da stand dann der Artdirektor Gillhausen. Dann stand der Cheflayouter, der Layouter, der Redakteur noch oder vielleicht auch noch ein anderer Chefredakteur. Und dann haben sie davor geführt, ihre, die waren ja alle gelangweilt, nicht? Da hat ja keiner 10 Karussells durchgeguckt, sondern höchstens 5, wenn sie
aber dann kam auch schon das Gehen ja, auf. Ja. Und man war natürlich mit Herzblut dabei. Und dann hatte man immer mehr als feuchte Finger in diesem Dunkel da. Und dann war nachher, war es denn so, dass man zusammen mit Rolf Gilhausen Bilder zog. Das heißt, dass sie dann immer, wenn er sagte, dies, mhm. und sie haben immer gedrückt und gedrückt und haben dann hat man's rausgezogen. Und sie hatten immer den Wunsch, er soll doch jetzt was sagen, das ist doch ein gutes Bild. Oh. Ja. Und aber es kam nichts. Nein, und dann haben sie dann irgendwie das, was er wollte, und das wurde dann in die Mitte gelegt. Ja. Und aus, sag mal, 3 oder 5 Karussells, die Mitte, wurde dann wieder neu in eine super A-Auswahl reingebracht. Ja. Und aus dieser Auswahl wurde dann das Stück gelayoutet. Und das war eigentlich eine tolle Zusammenarbeit mit den Layoutern. Der BFF. Ja. nimmt dich ja als Ehrenmitglied auf. Ja, große Freude und genau. Überraschung. Ja? Eigentlich ja. Ich hatte ja mal vor Jahren den BFF verlassen und finde es nett, dass an mich gedacht wird. Wann bist du Mitglied geworden? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie in den 70er Jahren zur Not noch. Mhm. Also relativ früh. Ja. Relativ früh, ja. Und dann bin ich, ja. Warum bist du Mitglied geworden damals? Ja, weil das die einzige Vereinigung war für Fotografen. Und dann habe ich auch immer, Strache hat damals noch dieses deutsche Lichtbild gemacht. Und dann gab es ja immer die Jahreskataloge, die ja jetzt in anderer Form erscheinen. Ne? Ja. Und die fand ich immer ganz gut, weil dann so diese Jahresbücher, die gab es, glaube ich, umsonst, nicht? Jedes Mitglied bekam natürlich dann ein Exemplar. Ja. Und dann fand ich natürlich so das Problem ein wenig, dass ich ja im Grunde genommen kein freier Fotograf mehr war, sondern ja, ich war ja Sternfotograf. Stern, ja. Mhm. Und hatte, also das ist ja dann auch so eine Mühe. Wenn sie freier Fotograf, dann muss man so eine Verkaufe führen. Mhm. Und die musste ich zum Beispiel in meinem Leben beinahe nie führen, diese Selbstdarstellung. Ja. Sondern ich hatte meine Darstellung dann durch den Druck im Stern. Und was Besseres konnte einem ja gar nicht passieren, dass man eine Geschichte macht. Und wenn man sie gut gemacht hat, dass auch dementsprechend groß gedruckt wurde. Ja. Selbst wenn man mal irgendeine kleine Geschichte machte, und die sollte dann eigentlich dann irgendwie in Reisejournal oder Divo kommen. Und wenn die dann so gut ankam, dann wurde da die große Farbe draus. Dann hatte man 6 Doppelseiten und so. Ja. Und das war ja eine tolle Sache. Und bei einer Auflage von 1,8 Millionen. Das ist, nicht? Und das Wahnsinn. Ist natürlich jetzt verkümmert. Ja. Und dadurch bin ich ja gesegnet, dass ich mein Leben lang eigentlich dieses tolle Magazin in meinem Rücken hatte. Und ja. Ich sage auch immer zu meiner Frau, wir haben zwar nie im Lotto gewonnen, ja. aber ich habe mein Leben lang einen Traumjob gehabt, der ja. Wie so ein Lottogewinn ja. war beinahe. Ja. Das haben wir. Gut.